Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, in der heutigen Folge wollen wir jetzt mal probieren, ob wir den Ravus jetzt schon schaffen. Ich habe ein bisschen gelevelt seitdem. Von Stufe 38, glaube ich, hatte ich gehabt, als ich den das letzte Mal probiert habe. Auf Stufe 49 bin ich jetzt. Wir haben jetzt, sind jetzt natürlich ein bisschen stärker, haben mehr LP, haben ein bisschen bessere Waffen. Und ich hoffe mal, dass wir den jetzt knacken können. Der war ja echt ganz schön hart in der letzten Folge. Letzte Folge war es gar nicht. Das war schon ein paar Folgen her, glaube ich, gell? Aber es war schon nicht einfach. Jetzt probieren wir es einfach mal. Dann sehen wir schon. Wenn nicht, dann müssen wir halt weiter leveln. Ich weiß eben nicht, was wir da für ein Level brauchen. Er ist, glaube ich, aktuell Stufe 44. Genau, dann würde ich sagen, ab in den Kampf. Wir sind am Hangar. Wow, riesig. Kommen wir von hier aus zum Zentrallift? Durch das Tor am anderen Ende. Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Ja, schon nicht leicht, der Gegner ist schon ziemlich hart. Ravus. Er ist zum Sieger geworden? Verdammt! Wollten eigentlich wegblocken, aber es ging leider nicht. Ich werde aber gleich mal eher schon Heiltränke nehmen. Prompto auf jeden Fall. Ich habe ja genug gekauft jetzt. Und ich werde mal, haben wir hier was Schönes? Steigert die Verteidigung. Jetzt werde ich mal ein Prompto geben. Muskelsteller, gehen wir mal Noctis einmal. Prompto. Und Ignis nochmal. Aber es sieht schon mal viel, viel besser aus. Ein bisschen Königswaffen rein. What the fuck? Ja.
Okay, der war krass. Dich weg müssen. Alles klar. Komm raus da! Macht ihr denn? Alter. Gladio. Okay, dann drücke mal was rein. Alter. Jetzt machen wir down. Alles klar. Es ging doch viel, viel besser wie beim ersten Mal, muss ich sagen, Leute. Es liegt wirklich viel, viel an dem Level auch. Die reale Armee hat kein Erbarmen mit Verrätern. Doch am Ende mussten sie alle einen hohen Preis zahlen. Das ist schrecklich. So können sie Menschen in sich verwandeln. So. Hey, Gesellschaft! Was ist hier los? Lassen wir uns nicht untergehen.
das nichts. Sie werden nicht weniger. Nord, du musst alleine weiter. Hä? Was? Wenn du die Kraft des Kristalls hast, haben wir für dich deine Chance. Roger! Okay, ich renne mal. Sind wir alle verloren? Los, es ist unsere einzige Hoffnung. Was ist mit euch? Wir kommen schon klar. Los, Blatt, geh! Ich glaube an deine Schatz des Schwarzen Kristall. Komm, wird es nicht langsam Zeit, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen? Wo muss ich denn hin überhaupt? Okay, das ist ein Fahrstuhl. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ah, da hinten, okay. Okay. Der Hangar wird abgeriegelt. Bitte vom Tor zurücktreten. Oh, da muss ich mich beeilen. So nah und doch so fern. Wie muss dieser Kristall kommen? Opfert seine Freunde für das Wohl der Welt. Ein wahrer Tretet empor, euer Majestät! Die Kraft des Kristalls zu erkennen, okay. Musst du alles andere aufgeben. Schaffen die schon? Tor versiegelt. Wehe, ihr sterbt mir! Die Kraft des Kristalls erlangen? Schauen wir doch mal, ob wir den erlangen können. Ob deine Freunde noch leben? Natürlich leben die noch. Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Nur noch diesen Gang entlang. Hier kommt bestimmt gleich irgendwas. Ich finde den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Gut gemacht, Nockt. Aufgabe abgeschlossen. Kommen noch ein paar EP. Sehr gut. Der Kristall. Bitte gib mir Kraft. Für den Kampf. Was? Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit. Boah, jetzt kommt Erde her, oder? Eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Mutanten. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden. Allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Lucis Kailum. Mein Name. Von wem war nochmal der Name Izumo? Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts.
dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Ich komm zurück, aber dann liege ich dich um. In der Hoffnung, so die Welt vor den Sichern und der Dunkelheit befreien zu können, berührt Noctis den Kristall, doch statt Kraft vom heiligen Stein zu erhalten, wird er auf einmal in sein Inneres gezogen. Strebe nach Macht. Behemoth. Ist ja auch eine Bestie aus den anderen Teilen. Einer von den geilsten, finde ich. Schicksal auserwählt. Werde eins mit dem Kristall, erhebe dich zum wahren König des Lichts. Dies ist die Prüfung, die ich, der Schwergott Bahamut, dir auferlege. Wo bin ich hier? Des Kristalls, dort, wo die Seele des Planeten ruht. Dieser heilige Ort birgt die Kraft, die der erwählte König braucht, um seine Bestimmung zu erfüllen. Was ist aus den anderen geworden? Sie harren unbeirrt deine Rückkehr, der Finsternis trotzend. Hoffnung fest, dass du dein Schicksal erfüllen wirst. Die göttlichen Sechs von den Pakten erweckt, sie alle haben auf diese Stunde gewartet. Nun liegt es an dir, Beharrlichkeit zu zeigen. Erfülle den Ring mit der Macht des Kristalls. Und wenn der Augenblick kommt, da sie vollständig in ihm ruht, wirst du dich zum wahren König des Lichts. Erlöse dann den gefallenen Sohn Lucis von seiner Pein und gib der Welt ihr Licht zurück. Dies ist deine einzige Aufgabe. Geil. Wer ist der gefallene Sohn wirklich? Ardyn heilte die Sichenden und nahm die Parasiten der Finsternis in sich auf. Doch statt Krankheit brachten sie ihm ewiges Leben. Den Körper besudelt, vom Kristall verschmäht, liegt dem einst selbstlosen Retter die Regentschaft als König verwehrt. Seitdem wird er einzig vom Sinn nach Rache an den Lucis getrieben, und so ward die Welt in Finsternis gestürzt. Doch erst wenn er dich, den vom Kristall erwählten und von den alten Regenten beschützten König vernichtet hat, wird er Ruhe finden. Es ist praktisch der Endgegner. Was ist diese Macht, von der er spricht, von der du sprichst? Sie ist das einzige Mittel, mit dem der Unsterbliche gerichtet werden kann.
Entsage der Welt und den Freuden des Lebens. Erfülle deine Bestimmung als Auserwählter. So, dann öffne dich dem Kristall. Empfange die Kraft des wahren Königs. Das hört sich ja nicht so prickelnd an. Aber es wird wahrscheinlich nicht helfen. Schauen wir doch mal. Außer mal Rückblick. Wow. Siegel des Schwertgottes. Mikage-Insel. Steinverlies. Habe ich jetzt eine andere Gestalt angenommen? Oder ist er nur älter? Ich kann überhaupt nichts machen. Okay. Gehen wir mal hier raus. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, Kommentar oder auch ein Abo. Und wir machen dann auch direkt in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter. Da unten ist eh schon Umbra. Die hat bestimmt eine Nachricht für mich. Was da aber drin steht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao. Euer Andi.